Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Es ist Montag, es ist noch relativ früh, also ihr seht, ich bin noch gar nicht hergerichtet oder so. Ich war ja am Wochenende auf dem Berg mit Freunden, also beziehungsweise wir waren auf dem Berg mit einer Gruppe Freunde und das war echt ein schönes Erlebnis. Aber ich weiß nicht, wann ich jetzt auf dem Berg war. Auf jeden Fall muss ich einen Tag langsamer angelassen, weil ich habe meine Wadel und so schon ein bisschen Muskelkater, vor allem vom Runtergehen. Es war so steil, also wirklich steil. Ich werde jetzt am Frühstücken, dann mache ich mich ein bisschen fertig und dann warte ich auf die Post. Die kommt normal immer so um 10 Uhr bei uns. Und dann müsst ihr heute, also ein Paket muss auf jeden Fall kommen. Zwar geht es da um Bücher, aber mehr verrate ich euch jetzt da nicht. Und es springt auf jeden Fall für euch was raus. Also rentiert sich schon trotzdem bleiben. Ich schaue irgendwie immer noch gar nicht anders aus, aber die Post war da. Und zwar, bevor wir zu dem eigentlichen Paket übergängen, zeige ich euch mal, was noch angekommen ist. Schaut's mal. Ein Riesenpaket von Krämer. Das ist so groß. Mein armer Postbote. Und das ist so schwach, kann ich euch sagen. Boah, krass. Naja, dieses Paket soll es aber nicht gehen, weil ich habe nämlich ein anderes Paket, das wo ich mit euch kurz öffnen möchte. Und zwar geht es um ein Paket von Pferdebuch-Discount. Das haben die mir netterweise kostenlos zugesendet. Freut mich natürlich total, weil ich finde es eigentlich schon immer ganz schön, wenn man in Büchern nachlesen kann, beziehungsweise einfach was in der Hand hat. Ich mag jetzt das nicht so gern, dass ich mir einfach im Internet irgendwelche Seiten aufmache. Also da habe ich schon gern irgendwie lieber was in der Hand. Da habe ich mir einfach ein paar Bücher aussuchen dürfen. Die zeige ich euch jetzt. Die könnt ihr natürlich dann auch erwerben. Ich kann auf jeden Fall zwei Sachen für euch beinhaltet, bleibt auf jeden Fall droh. Ganz kurz zum Pferdebuch-Discount, also das ist quasi ein Riesendiscount im Internet. Also ich verlinke euch die Internetseiten auch nochmal unten und auch die Instagram-Seiten. Und zwar vertreiben die quasi Restposten, die wo man sonst nirgends mehr kriegt. Also das sind wirklich Bücher teilweise, die wo 30, 40 Euro kosten, aber die kosten da dort dann teilweise 3, 4, 5 Euro mal 9 Euro. Also das ist richtig krass. Da kann man dann sich schon wirklich ein paar aussuchen. Die haben auch noch so ein paar andere Sachen, so ein paar Geschenkeartikel und Kalender. Und das rendiert sich schon wirklich da mal vorbei zum Schauen, weil man, ich denke, man kann sich einfach einiges an Geld sparen, wenn man da einfach mal ein bisschen durchschaut. Die haben jetzt auch keine B-Ware oder so. Also die haben keinerlei Mängel, die haben wirklich nagelneu. Und die sind halt einfach nur Restposten. Das finde ich wirklich eine tolle Sache, weil an den Büchern ist ja nichts Schlechtes drauf. Ja, ich habe das jetzt schon mal aufgeschnitten. Jetzt machen wir das Ganze mal auf. Yay! Und da begrüßen mich auch schon die Bücher. Ich habe vorher schon ganz kurz erwähnt, dass ich bei Pferdebuch-Discount mir ein paar Bücher aussuchen dürfen. Ich finde, das ist einfach eine ganz tolle Sache, weil ihr euch einfach für kleinen Preis ganz tolle Bücher aussuchen könnt. Die haben wirklich eine tolle Auswahl, die haben eine tolle Internetseite. Ich verlinke euch alles unten in die Infobox. Jetzt ist auf jeden Fall droh, weil es gibt nämlich zwei Überraschungen für euch. Jetzt habe ich mir dieses Buch ausgesucht über die Bodenarbeit, also Respekt, Vertrauen und Balance. Das ist dieses Pferdeprinzip. Und ihr wisst ja, dass ich jetzt nicht so die Bodenarbeit-Tante bin. Deswegen habe ich mir gedacht, da muss auf jeden Fall ein Buch mit, weil ich mir ja vorgenommen habe, über den Winter ein bisschen mehr Bodenarbeit zu machen. Immer zu Buch Nummer 2, mein Pferd heilen, aber natürlich die besten Hausmittel aus der guten alten Zeit. Viel mitkriegen mache ich das eigentlich schon ganz gern, dass ich so versuche, natürliche Sachen bei den Pferden einzusetzen. Also ihr habt es bestimmt schon mitgekriegt, dass ich Globulis gerne verwende und eben auch Kräuter, vor allem bei Memphis verwendet, wegen seinem COPD. Und einfach mit so Natursachen kann man einfach viel erreichen und das ist ja bei Menschen auch nicht anders. Einfach die gute alte Hausapotheke. Passend dazu habe ich mir das Buch für Schüsslersalze, also für Pferd und Reiter ausgesucht. Schüsslersalze, also bin ich irgendwie auch ein bisschen aufgewachsen, also das kenne ich einfach schon lang, weil einfach meine Mama und meine Oma das immer einsetzen und das auch immer daheim haben. Und das finde ich total interessant.
Und das ist ja auch immer mehr im Kommen. Also diese Schüsslersalze, das wird ihr ja bestimmt kennen. Das kriegt man auch in der Apotheke. Und die helfen einfach wirklich. Und ich fand es echt super, dass das so ein Bier hier gibt. Und habe ich mir gedacht, das nehme ich einfach mal mit. Dann Und haben wir da ein weiteres Buch: Pferdehaltung artgerecht und gesund. Jetzt halt auch so ein bisschen drum, was brauchen Pferde, welches Haltungskonzept passt für mein Pferd und mich. Wie findet man einen richtigen Stallgut? Das ist jetzt für mich nicht so interessant. Wie schaut ein artgerechtes Stallmanagement aus? Und da haben eben Checklisten, Tipps und Leitlinien drin. Und ich finde es einfach schon mal ganz interessant. Ich meine, wir haben für uns jetzt eigentlich ein passendes Konzept daheim. Das kennt ihr ja auch alle. Aber man lernt nie aus und perfekt ist das bei mir auch nicht. Ich finde einfach, man sollte immer sich ein bisschen weiterentwickeln bzw. zu meinem weiterbilden. Vorletzten Buch, das handelt auch wieder von Bodenarbeit und das fand ich einfach total ansprechend mit dem Titelbild. Bewegungsspiele, Hindernisparcours, Horse Agility. Das ist eben auch so ein bisschen eine besondere Art von der Bodenarbeit, wie man da auch schon lesen kann. Und das fand ich eben auch einfach interessant. Führen in Freiheit und dann so Hindernisse auch. Und wie vorher schon erwähnt, ich bin jetzt noch nicht so erfahren in Bodenarbeit und deswegen haben da auf jeden Fall die zwei Bücher mit müssen, weil ich mir da einfach ein bisschen was aneignen im möchte. letzten Im Buch Hufrehe. Die, wo meine letzten Videos gesehen haben, die wissen, dass die Fini ja ein bisschen Probleme gehabt hat mit dem Geh bzw. mit den Hufe. Ich habe ja dann auch mehr Angst gehabt, ob das nicht Hufrehe ist. Und ja. Dann hat das Bier hier einfach, das war da und ich habe mir gedacht, das muss auf jeden Fall mit, weil ich gemerkt habe, dass ich mich da einfach nicht so gut auskenne und das nicht so gut beurteilen habe können. Und ich bin aber weiterhin davon überzeugt, dass ich bei der Fini ein bisschen aufpassen muss, was so Hufrehe und so anbelangt. Und deswegen habe ich mir gedacht, das Buch beinhaltet einfach sehr viel, also die Früherkennung, Vermeidung, Haltung. Und das ist mir quasi gerade meine gerecht Bücher, gekommen. Wo du sie jetzt da sehen kannst, wo ich mir ausgesucht habe und wo ich dank Pferdebuch-Discount kostenlos zugeschickt habe, dass ich euch das auch ein bisschen vorstellen kann. Und ihr sollt ja nicht zu kurz kommen, deswegen hat Pferdebuch-Discount mir einen Rabattcode zugesendet, also für kostenlosen Versand. Er ist bis 31.12. gültig, also 2018. Den werde ich euch jetzt da mal nochmal einblenden und natürlich nochmal in die Infobox unten schreiben. Ihr müsst aber bitte beachten, dass dieser kostenlose Versand erst ab 14,99 € gültig ist. Gell? Also, wenn ihr bestellt ab 14,99 €, könnt ihr diesen Rabattcode einlösen und dann kriegt ihr eben kostenlosen Gibt's Versand. Noch was für euch? Das ist jetzt eine kleine Überraschung. Ich bin ja schon gespannt, was ihr sagt. Ich bin selber schon ganz gespannt. Das mache ich jetzt auch noch mit euch auf. Ladies, halt's euch fest. Ta-ta-ta-ta! Und zwar ist es ein Kalender. Der Titel ist Stable Hands 2019 und es ist natürlich die Western Edition. Da habe ich eben auch noch so einen kleinen mitgeschickt gekriegt, also wirklich total süß. Ein Kalender darf ich nämlich an euch verlosen. Die Verlosung wird diesmal über Instagram laufen, also schaut auf jeden Fall da vorbei. Jetzt habt ihr schon mal einen kleinen Blick in den Kalender. Das ist ja schon ganz nett und es ist auch ganz schön auch zum Schauen, muss ich sagen. Also, ich denke, ich werde es so nicht anders Ihr könnt gehen. sehen, ich habe mich fertig gemacht. Ich muss jetzt nur noch ganz kurz warten, bis die eine Waschmaschine fertig ist, dass ich das Zeug aufhängen kann. Und dabei kann ich euch mal zeigen, was halt auch noch auf mich wartet. Also, welche Arbeit, weil ich mache doch ja diesen Hausmeisterposten. Herbst bedeutet Blätter zusammenrechnen. Oh. Vorher immer das Rasenmähen, dann die Blätter, dann die Äpfel, genau, da habe ich euch auch mal mitgenommen in einem Video. Und jetzt diese scheiß Blätter. Und ich zeige euch mal, das sind echt Was da Fuli. alles liegt. Mein Blumenbeet. Oh Gott. Ich habe es einigermaßen geschafft. Also nur so einigermaßen. Es ist so warm, sage ich euch. Also ich bin jetzt echt fast verreckt, nur mit dem Pulli. Also
Das ist doch gar nicht normal, oder? Für November. Ja, ich bin angekommen, wie man sehen kann. Oh je, die zwei schwitzen. Ich glaube, das erkennt man auf der Kamera ganz gut, vorne an der Brust. Das ist gemein, gell, ihr zwei? Sehr gemein, dieses Wetter. Was ist schon wieder los? Ich habe natürlich da auch ein paar Sachen dabei. Och je, Mädi, ist dir warm? Hm? Ist dir warm? Wahnsinn. Geht's jetzt eigentlich noch? Die ist auch warm, gell? Ja, hallo. Ihr armen zwei. Schaut euch mal das Wetter an. Unglaublich. Also ist ja alles schön und gut, aber ich bin eigentlich schon so ein Herbstwetter-Fan. Wie schaut es bei euch aus? Fini! Kim? Ja, Kim? Nicht. Na, wenn der Memphi kommt, dann kommt die Madame auch. Du kommst gleich natürlich daher, gell? Genau, ich habe jetzt einfach für Instagram ein paar Fotos gemacht mit den Büchern von Pferdebuch-Discount. Und ja, das Ergebnis werdet ihr dann irgendwann demnächst auf meinem Instagram-Account. Ja, jetzt hat der Memphi kurz Pause und dann kommt ein kleines Mädel für die Reittherapie. Die Fini, die ist auch schon ungeduldig. Die wird danach dann noch ein bisschen bewegen. Ist jetzt gerade wieder gefahren. Und ja, heute war wirklich eine super schöne Stunde. Das Mädel, das ist jetzt mittlerweile schon über eineinhalb Jahr bei mir. Und die werden jetzt dann nochmal Pause einlegen. Und jetzt haben wir heute zum ersten Mal getrabt. Also das Mädel hat von selber gesagt, sie möchte traben. Und es war einfach total schön und es hat super funktioniert. Und das Mädel, das war so überglücklich jetzt. Also das kann sich kein Mensch vorstellen. Also da geht einem wirklich das Herz auf. Dieser kleine Stumpen sitzt dann da auf dem Memphi und ist einfach strahlt. Das war halt wirklich eine tolle vorletzte Stunde und dann aber diesen gigantischen Bäder und ja, Memphi war super, super brav. Ja, meine Lieben, ihr könnt es vielleicht erkennen. Ich sitze jetzt gerade auf der Fini und zwar verkehrt rum. Mein Papa war jetzt gerade da, der hat jetzt aber Fotos für uns gemacht. Auch nochmal ein paar Fotos gemacht, einmal mit den Büchern und aber ohne Bücher. Ja, das Ergebnis seht ihr auf jeden Fall auf Instagram. Ich glaube, da sind echt ganz coole Bilder dabei. Ich bin echt ganz froh, dass mein Papa das gemacht hat, weil das ist natürlich immer sehr schwierig, so Fotos hinzukriegen, wenn man keinen hat, der wo einen fotografiert. Weil so im Wald dann
heraus mit Selbstauslöser und so, das ist dann auch echt umständlich, wenn man wie jedem Foto wieder extra gehen muss. Fini hat total brav mitgemacht, die frisst jetzt da gerade noch und ich sitze da herum. Die ist total brav einfach. Das ist einfach so eine schöne Kulisse, damit die Blätter, jetzt wo es so herbstlich ist. Aber jetzt werde ich mal wieder runtergehen. Findest du noch was? So. Ich habe mich jetzt mittlerweile wieder so ein bisschen seitlich drauf gesetzt. Und jetzt hupfe ich aber runter. Und dann darf ich die zwei ein bisschen noch in die Wiese. Ein bisschen noch. Bravi, Fini! Bravi! Ja, das war's wohl mit sauberem Pferd. Ich denke, der Memphi wird sich auch gleich noch healing. Fini, du warst so schön sauber jetzt. Aber mei, so ist es heute. Gell? So, die lasse ich jetzt da ein bisschen stehen. Es ist mittlerweile schon fast 5 Uhr. Ich mache jetzt da ein bisschen einen Stall. Richte alles her und dann hol die zwei Eschen wieder rein. Fini! Kommt ihr? Hoppa! Fini! Die wollen halt wohl noch nicht rein. Jetzt kommen die! Hopp! So ist fein! Einer mit euch! Ja, halt ging uns schon ein bisschen träger wie sonst. Normal laufen die ja immer mir total entgegen. Aber heute freut sie es noch nicht so recht. Jetzt, Kim. So ist fein. Bei dir ist es auch schon mal schneller gegangen. Ja, das ist auch schon mal schneller gegangen. Da mal Arsch auf Zeiten. Kim. Dann haben wir die einmal wieder verpackt. Ja, meine Lieben, bei mir wird halt nicht mehr so viel passieren. Ich werde vielleicht das Video noch schneiden und ja, Fernsehen, duschen, also nichts Besonderes mehr, ein bisschen was essen. Deswegen werde ich mich jetzt auch verabschieden. Wenn ihr das Video seht, wird das Gewinnspiel in Instagram schon online sein. Schaut auf jeden Fall vorbei. Also das läuft 2 Wochen, braucht euch nicht stressen. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Lasst einen Kommentar da, macht es mit, weil das ja echt ein cooler Kalender ist. Und vor allem wir Mädels, wir stehen doch auf sowas, oder? Ja, bestimmt. Ja, ich wünsche euch natürlich viel Spaß und ganz viel Glück. Ich drücke euch die Daumen. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schaut auf jeden Fall unten in der Infobox vorbei. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit dem Krämer-Unboxing. Fertig!